Liebe Schwester, lieber Bruder, im Glauben an Jesus Christus, der Weg ist, das uns zum Glück führt, sei willkommen. Wir versetzen uns in diesem Augenblick in eine andere Zeit, circa 2000 Jahre zurück, in einem anderen Ort, in die ferne Galiläa, wo Jesus gelebt und gelehrt hat. Die Apostel hörten ihm aufmerksam zu, denn sie hatten die Aufgabe angenommen, die Lektionen seines Evangeliums auf der Welt zu verbreiten. Heute stellt das Licht nicht unter den Scheffel, ist die Lektion. Das Licht unter den Scheffel stellen. Warum Jesus in Gleichnissen spricht. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Evangelium von Matthäus und Evangelium von Lukas. Es gibt niemanden, der, nachdem er das Licht angezündet hat, es mit einem Gefäß bedeckt oder es unters Bett stellt. Er stellt es auf einen Leuchter, damit alle, die das Haus betreten, das Licht sehen. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht enthüllt werden muss, auch kein Geheimnis, das nicht bekannt ist und ans Tagelicht kommen muss. Das Licht des Scheffels symbolisiert, ihr seid das Licht der Welt. Man sollte nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Kardecs Erläuterung. Das spirituelle Wissen sollte nicht egoistisch verborgen bleiben, sondern zugunsten aller verbreitet werden. Das Licht unter den Scheffel. Die Menschen, die die Wahrheit besitzen, verbergen diese meistens vor dem Volk, in der Absicht, es zu beherrschen. Das ist der Grund, warum alle Religionen ihre Geheimnisse hatten, deren Untersuchung sie verboten haben. Wohl überlegten Glauben. Gott gab den Menschen Intelligenz, um die Dinge der Erde und des Himmels zu verstehen. Daher soll man das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Denn ohne das Licht der Vernunft wird der Glaube schwächer. Den Scheffel auf den Leuchter stellen bedeutet nicht, dass man alle Sachen unüberlegt aufdecken soll, sondern wenn die Vorsehung in ihrer Weisheit nur nach und nach die Wahrheit enthüllt, enthüllt sie diese immer in dem Maße, wie die Menschheit reif genug ist, um sie zu empfangen. Das Verschweigete wird früher oder später enthüllt, heißt nur das zu offenbaren, was empfangen werden kann. Ist vorsorgliche Weisheit. Darum sagte Jesus, ich spreche zu ihnen in Gleichnissen, weil sie nicht in der Lage sind, gewisse Dinge zu verstehen. Alles, was verborgen ist, wird eines Tages enthüllt werden. Das heißt nicht, dass der Mensch heute alle Geheimnisse kennen wird, aber dass er eines Tages geläutert sein wird. Die Saat der Wahrheiten auf den richtigen Zeitpunkt warten. Bei falscher Aussage Zeitpunkt kann der Samen nicht keimen. Mit dieser Lektion Jesus beende ich die heutige Präsentation. Möge das Licht, das Jesus auf der Welt verbreitet hat, in unseren Herzen keimen und leuchten.
Auf Wiederhören.